königlichen Haus des Superintendenten. Wir begrüßen Sie in den Überresten des königlichen Palastes der Superintendentur. Es wurde am Ende des 17. Jahrhunderts erbaut, um den Oberaufseher des Bergwerks und die Verwaltungs- und Buchhaltungsbüros unterzubringen. In Almadén war es wegen seiner Größe als La Casa Grande bekannt. Seine Lage im sozialen Zentrum der Stadt im 18. Jahrhundert wurde entwickelt, um eine gute Verwaltung der Minen und der Bevölkerung zu machen. Es ist ein modernes und zeitgenössisches Gebäude, das einen großen zentralen Hof mit einem Portikus und einer Steinfassade hatte. Die Nordseite des Gebäudes hatte einen kleinen Zaun mit einem Säuleneingang für den Zugang der Kavallerie. Heute sind nur noch ein Teil der Einfriedung und das Haupttor aus Kalkstein mit Doppelpilastern und Oberschwelle mit Triglyphen und Metopen erhalten. Im Inneren ist ein kleiner Park angelegt worden. Der Rest des Hauses ist völlig verschwunden. Jetzt verlassen wir diesen Ort, aber Sie können mehr Geschichten über Almadén erfahren, wenn Sie auf den nächsten Punkt von Interesse weitergehen.